Servus Leute, hier ist der Reset und ja, ich habe jetzt ein neues RPG Maker Game gefunden, das mich halt interessiert und das zocke ich jetzt. Das heißt Warlore N. Ich werde euch einen Download-Link in die Beschreibung hauen, wie immer. Und ich habe jetzt nur mal so eine Minute reingezockt oder so und es war auf jeden Fall ganz interessant und sieht auch gut gemacht aus. Kann es jetzt natürlich noch nicht genau beurteilen, aber es sieht auf jeden Fall gut und interessant aus. Ja, dann fange ich einfach mal an. Hier weiß ich übrigens nicht, ob ich mit dem Lesen hinterherkomme, weil es automatisch weitergeht. Wenn es denn kommen würde. Es gibt eine alte Legende. Mein Vater hat sie mir vor einer langen Zeit erzählt. Gut, dass ich schon mal gelesen habe, darum geht es ein bisschen. Weit in der Ferne, über dem Ozean, liegt eine große Zitadelle, die jeden, keine Ahnung, aus dem Wasser kommt. Eon, was auch immer Eon bedeutet. Es wird gesagt, dass tief in ihrer Struktur gibt es einen Ort gibt, wo Magie Wünsche möglich macht. Wenn die Legende stimmt, weiß ich meinen Wunsch. Um dich wiederzusehen, sogar nach dem Tod. Das könnte das Ende vom Intro sein. Bin mir aber nicht sicher. Leute, ich bin so verspannt, das ist nicht normal. Ich habe es gefunden. Wahrscheinlich bin ich mit dem Boot irgendwo gelandet. Ja. So, sprinten ist hoch. Ihr seht auch hier schon, dass es gut gemacht ist, daran, dass ich einen Schatten habe. Zwar funktioniert er mit dem Wasser nicht so ganz, dass die Kante ist, aber es reicht an sich schon für den Schatten. Und ja, ich schaue noch schnell hier. Nur mal, das habe ich schon gefunden. Viel weiter bin ich auch nicht gegangen. Wenn ich rennen würde und dann springen würde, könnte ich über diese. Über diesen Rüstkornbruch oder was auch immer. Man muss mit Shift rennen und mit Leerstelle springen. So. Dann finde ich eine Fackel. Die ich nicht vorhin nicht gefunden, weil ich alles abgesucht habe hier am Hafen, außer diesem Weg. Hier links ist auch noch einer. Ihr seht auch hier schon wieder, wenn ich Escape drücke, dass es aufwendig designed wirkt. Ich glaube, ich habe unendlich Sprinten. Und vor allem hier seht ihr jetzt, wie aufwendig der Schatten ist. Schaut mal das an, wie der Schatten hier sich mit um das Feuer bewegt. Und auch hier hinten einen größeren Kreis langsamer. Das ist einfach so krass gemacht. Vielleicht eine Fackel. Und jetzt habe ich mehrere Schatten. Alter Leute, schaut euch das an. Wie einfach aufwendig das gemacht ist. Jetzt geht es auch weiter auf. Das ist eine Inschrift auf dem Obelisk. Es ist irgendeine antike Sprache. Okay, die kann ich nicht lesen. Hier auch. So, gehen wir doch mal weiter. Ist eine Fackel dabei? Ein langer Weg ohne irgendwas. Außerdem weiß ich nicht, wie man speichert, Leute. Ein leuchtender Stein. Es gibt Geschichten über Kristalle wie diesen. Leuchtend und in der Form von großen Eiern. Okay, das klingt komisch. Es wird gesagt, dass sie die Fähigkeit haben, um Erinnerungen wiederherzustellen, wenn ich mich nicht irre. Ah, das heißt schon. Dingenskirchens. Alter, ich habe neben den Screen geklickt.
Ich frage mich, was passiert, wenn man sie berührt. Ach, weißt du was, ich berühre ihn jetzt einfach. Meine Erinnerungen wurden wiederhergestellt. Preserved. Ich vermute, dass es wiederherstellen heißt. Ich vermute, dass ich einfach gespeichert habe. Ist da rumgekrabbelt. Maus? Meine Maus. Okay, die quiekt nur, wenn man sie anklickt. Das ist das. Schalter einfach umlegen. Kann er nicht schaden. Ist hier sonst was? Nein. Nein, hier gibt es sonst nichts außer diesem Schalter. Gehen wir hier rüber. Noch ein Schalter. Weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe eine Tür geöffnet, indem ich einfach aus Prinzip Schalter gedrückt habe. Ich vermute, dass das Speichern ist. Aber lange Gänge in dem Game. Dieser Ort ist komisch. Es ist... fortified. Fortified von außen, aber nicht von innen. Wenn ich jetzt noch gewusst hätte oder mich noch erinnern könnte, was das wäre, wäre es geil. Als ob jemand nicht wollen würde, dass jemand wieder rauskommt. Ah, es ist von innen abgesperrt, aber nicht von außen. Hier komme ich nicht hoch. Hier sind ein paar Boxen. Oh, die kann ich schieben. Frage ist, wo muss ich hoch? Ich will die Boxen in die Mitte schieben. Ich vermute, dass ich hier hoch muss. Die Boxen da stapeln muss. Mal schauen, was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir noch mehr Boxen. Okay, ich muss die Boxen in der Mitte stapeln. Ich bringe einfach mal alle mit. Ich kann auch Leertaste gedrückt halten, um zu schieben. Alter, diese großen Boxen zu schieben ist echt ewig. Ich kann ziehen. Lol. Lol, ich kann ziehen. Das wirkt irgendwie schneller als schieben. Weiß aber nicht wieso. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist, dass man das so macht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade einen Glitch rausgefunden. Ich vermute aber nicht, weil es wirkt so als... Naja, muss nicht mal Leertaste drücken, ich muss einfach nur gegen die sprinten. Es geht auch nur um Sprinten. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas... einen Glitch rausgefunden. Kann ich mir da eine Treppe bauen? Wenn ich da noch eine kleine vorne hinschiebe? Boxen haben halt auch Schatten. So, jetzt habe ich eine Treppe. Ich lasse die anderen mal da, falls ich die nochmal brauchen würde. Oder Treppenlaufen dauert ja ewig. Was ist los mit dem Typen? Jetzt habe ich hier oben auch einen Schatten. Alter, das Schatten-Feature gefällt mir auf jeden Fall, weil das krass aussieht. Und anscheinend... öffnen angezündete Fenster, Türen. Und dann wieder ein langer Gang. Mit Schienensäulen. Und kaputten Krug und Licht. Okay, hier springt der Schatten ein bisschen blöd. Weil es an dieser einen Stelle halt das Licht sich ändert. Das kann man aber wahrscheinlich nicht so richtig programmieren. Die Musik ist aus. Was war das?
Warum ist da ein Monster nach links? Ah. Was sagt das mir? Das sieht mir eine alte Schriftrolle aus. Ich kann nur etwas davon, nur ein wenig davon verstehen. Sie kommen nicht aus dem Dunkeln. Sie sind die Dunkelheit. Ich will nochmal zurück und schauen, was auf der anderen Seite ist. Wo das Monster hin ist. Okay, da ist gar nichts. Schade, dass ich hier nicht drüber sprinten kann. Wäre auf jeden Fall auch cool. Oh oh. Oh mein Gott. Fuck, was muss ich machen? Fuck! Spring! Ich muss doch darüber springen, einen Scheiß anzunehmen. Jawohl. Geht doch. Was ist das? Sieht wie ein Amulett aus. Das erinnert mich, warum ich hier bin. An den Grund, warum ich hier bin. Kommt jetzt Geschichte von ihm? Sie hat für mich alles bedeutet. Okay. Ist ja klar, dass er irgendwen wiederbeleben will. Ist sie von mir genommen worden. Mir gefällt auf jeden Fall der Soundtrack. Donovan. Nadja. In der Zeit zurückgehen könnte und etwas verändern könnte. Von einer Seite ist er noch nicht hergelaufen, wenn ich mich richtig. Ich werde einen Weg finden, ich verspreche es. Es wäre es dunkler. Außerdem kann ich nicht mehr sprinten. Weil ich. Ups. War übrigens nicht schlau, was ich gemacht habe. Hier gibt es wahrscheinlich mehrere dieser Kreaturen.
könnte vielleicht hinter ihnen vorbeigehen, wenn ich schleiche. Ich weiß nicht, wann ich schleichen soll. Was macht der da? Okay, das war nicht schlau. Alter, wo bin ich denn jetzt hin? Hier ist draußen. Und ich bin nicht mehr da vorbei, wo das Monster war. Noch ein Stein. Ich hoffe doch stark, dass ich gerade gespeichert habe. Und wo zum Teufel bin ich? Hier ist ein Bett. Es hier ist theoretisch jemand. Hey, da ist echt wer. Ich grüße dich, Wanderer. Lol. Es ist lange her, seit ich ein neues Gesicht gesehen habe. Wer bist du und warum bist du hier? Ich bin Esmo. Ein Scholar in den Lehren der Archäologie. Bin hergekommen, um diesen mysteriösen Platz zu erkunden. Dieser Platz ist gefährlich. Du solltest ihn sofort verlassen. Meine Arbeit ist nicht beendet. Ich muss die Geheimnisse der Zitadelle aufdecken. Oder herausfinden. Welche Geheimnisse? Dieser Raum zum Beispiel. Ich vermute, dass etwas Wichtiges auf der anderen Seite dieses Tores liegt. Das ist... Ich klicke schon wieder neben das Game. Bin ich behindert? Das ist, warum du hergekommen bist, oder? Bitte fahre fort. Ich habe ein paar der Schriften dechiffriert. Zu meinem Verständnis gibt es hier zwei Schlüssel, die man braucht, um das Tor zu öffnen. Es steht geschrieben, an dem Rand des Landes, wo die Sonne aufgeht und ja, gibt es zwei. Eins für den... Eins auf Dawn, eins auf Dusk. Okay, müsste ich wissen, was das bedeutet. Dawn müsste ich wissen, verpeile ich gerade. Dusk weiß ich nicht. Dann weiß ich, was getan werden muss. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, dass ich dich wiedersehe. Ja. Danke, dass ich auch weiß, was es bedeutet. Mein Typ weiß es, aber ich nicht. Danke, Typ. Du bist ein Biest. Schön für dich, dass du weißt, was gemeint ist. Danke, dass du das nicht laut sagen konntest, weil ich habe nämlich ungefähr null Ahnung. Könnte ich wieder rein? Ich schaue gerade, ob hier draußen noch was Wichtiges ist. Hier ist auf jeden Fall ein Brunnen. Noch so ein Teil.
Und ein Grabstein. Nein, ein Sichtenstein. Die Gravur dieses Steins ist über die Jahre abgenutzt worden. Okay, aber dabei abgetragen. Wohl eher. Oder die Inschrift. Könnte ich auch sagen. Brunnen? Nichts. Riesenbaum. Geht's runter? Noch ein Brunnen. Mit dem Seil, in den man vielleicht reinklettern kann. Nein, kann man nicht. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Teil. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Ach nein, nicht nur einen Daumen nach oben da lassen. Natürlich könnt ihr auch abonnieren und das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Vergessen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Ja, servus Leute. Wobei, ich teste noch kurz, ob es gespeichert hat. Ja, das mache ich offscreen. Also, ciao.